Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Warfighter-Video und ich möchte mal wieder über Politik reden, beziehungsweise über das Pariser Klimaabkommen, da jetzt die USA ja ausgestiegen ist, beziehungsweise ja das Ganze jetzt mehr oder weniger ignoriert. Deswegen kam das Thema natürlich auch etwas stärker auf, es wurde viel darüber geredet und im Endeffekt wurde viel Scheiße erzählt einfach, also wirklich Dinge, die schlicht und ergreifend falsch sind. Deswegen habe ich mir gedacht, ich rede da mal ein bisschen drüber. Und bevor ich jetzt einen Vortrag über Umweltschutz halte, möchte ich einen Vortrag über Vorträge über Umweltschutz halten. Mich hat es einfach so aufgeregt. Ich war ja, bin ja noch an meiner Schule, habe noch genau 3 Tage Schule, dann ist rum. Und habe jetzt auch schon seit Wochen mein Abitur geschrieben, letzten Arbeiten sind auch schon eine Weile her und alles. Im Endeffekt sitze ich nur in der Schule und mache effektiv gar nichts. Das haben natürlich die Lehrer zum quasi genutzt, um uns noch Präsentationen halten zu lassen über Umweltschutz, um uns Filme zu zeigen über Umweltschutz. Im Endeffekt wollten sie uns am Ende noch so richtig schön ins Gewissen reinreden, dass wir doch auf unsere Umwelt achten sollen. Ist an sich ja nicht mal so verkehrt und ich verstehe, wo der Gedankengang herkommt, aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass sie damit genau das Gegenteil erreichen von dem, was sie erreichen wollen. Übrigens, die Replays oder das Replay, je nachdem, wie weit wir kommen, ist von Chris, das sehr geil ist. Ist auf jeden Fall ein sehr nettes Replay. Ich habe 3 Stück von ihm bekommen, alle waren sehr interessant. Mal sehen, ob wir die alle abarbeiten, aber das will ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Vielleicht noch das nächste. Alle sind mit der Luftwaffe gespielt. Aber gut, so viel dazu. Auf jeden Fall, wir haben Vorträge halten müssen. Und da haben wir schon mal das erste Problem. Das haben auch, ich sag mal, grün orientierte Parteien. Oder halt Parteien oder Politiker, die eine grüne Politik irgendwie durchbringen wollen. Und zwar, sie gehen den Leuten damit auf den Sack. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen, einfach so Stammtischgelaber, aber die Leute haben manchmal das mit der Politik noch nicht so ganz verstanden. Wenn man eine Politik durchsetzen will, man hat eine Idee und man möchte die durchsetzen, dann muss man in einer Demokratie dafür sorgen, dass das Volk das möchte. Und das erreicht man nicht, indem man den Leuten sagt, ja, entweder du vertrittst jetzt meine Meinung oder du bist dumm und ein schlechter Mensch. Dann werden nämlich die Leute hingehen und aus Prinzip sagen, fick dich. Also, wisst ihr, ich meine, so machen das die Grünen halt, diese Bevormundung, so quasi, wir lassen auch nicht mit uns diskutieren, wir sind der festen Überzeugung, wir stehen moralisch auf der richtigen Seite, wir ignorieren aber auch alle Bedenken von allen anderen, weil jeder, der dagegen ist, ist ein schlechter Mensch. Ungefähr so kommt es rüber und diese Bevormundung ist einfach politisch gesehen richtig dumm, weil damit zieht man ja keine Leute auf seine Seite, deswegen bin ich für eine bedeutend gemäßigtere, für einen ganz anderen Umgang mit der ganzen Umweltpolitik. Ich meine, die Umweltpolitik ist so wichtig, dass man sie nicht den Grünen überlassen sollte, die damit allen nur auf die Nerven gehen. Also ich finde es wichtig, dass sich alle Parteien damit auseinandersetzen, was sie eben auch tun, aber eben zu einem gewissen Maß, wo es eben vertretbar ist. Also einfach auch in der Schule, dass man das zwar schon lernt, aber dass es einem nicht so noch auf den letzten 2 Wochen so richtig dass man gezwungen wird, sich das alles anzuziehen zu müssen und man einfach überhaupt keinen Bock mehr hat und alles. Und was mich dann auch noch richtig angekotzt hat, waren die Leute, die es präsentiert haben. Ich meine, ich sag selber, Umweltschutz ist natürlich wichtig. Ich meine, ich lebe noch, ich schätze mal, ein paar Jahrzehnte auf dieser Welt und ich war in Thailand, ich weiß, wo es hinführen kann. Ich rede jetzt nicht mehr von Klimaerwärmung oder so, sondern einfach nur, wenn man halt den kompletten Müll wegschmeißt und alles. Ich meine, da waren Flüsse, da war nur noch Dreck. Und das will ich halt hier in Deutschland auf keinen Fall. Also ich bin da ziemlich egoistisch, ich bin da jetzt nicht, oh nein, unsere Mutter Erde geht Bach runter. Ich bin da einfach der Meinung, ich will in einer schönen Welt alt werden und ich will auch saubere Luft atmen. Ich komme vom Land, ich bin saubere Luft gewohnt. Als ich in Bangkok war, habe ich beinahe die Krise bekommen, wirklich bis hin zu Atemnot so die ersten paar Stunden, weil ich einfach dachte, oh Gott, ich halte das hier nicht aus. Also Umweltschutz ist wichtig, aber es wird falsch vermittelt, meiner Meinung nach. Und dann gibt es noch die Leute in meiner Klasse, also es gibt es immer. Und die gibt's auch unter jedem YouTube-Video. Es gibt immer die Leute, die reden dann über Umweltschutz, wie wichtig das alles ist. Und dann erzählen sie einem alles. Und wenn man sie dann nach der Präsentation fragt, ja, was machst du für Umweltschutz? Ja, ich werde in Zukunft das tun und das tun und das tun. Und 3 Tage später fliegen sie mit dem Flugzeug nach Hamburg von Stuttgart aus. Haben aber 3 Tage vorher noch einen Vortrag über den Ecological Footprint zu Englisch. Also die Präsentation war auf Englisch, deswegen, sorry, falls ich ein paar englische Worte reinwerfe. Also den ökologischen Fußabdruck, genau. Und haben noch erklärt, dass es nichts Tödlicheres gibt wie Flugzeugfliegen. Was machen sie? Sie fliegen 3 Tage später mit dem Flugzeug. Oder die Leute, die, keine Ahnung, dann einen Vortrag halten, oh nein, wenn man für 1 Kilogramm Fleisch braucht man gefühlte 2000 Liter Wasser oder so. Und es ist so schlimm und man sollte doch viel weniger Fleisch essen und gehen danach zum Burger King. Also ich meine, ich würde auch mit dem Flugzeug nach Hamburg fliegen, weil ich einfach
wenn es billiger ist wie die Deutsche Bahn. Und die Deutsche Bahn ist abnormal teuer. Warum ist die eigentlich so teuer? Ich meine, wenn ein Flug von Stuttgart nach Hamburg irgendwie, keine Ahnung, wenn du das für 40, 50 Euro kriegst, dann kann es nicht sein, dass man mit der Bahn 100 Euro zahlt. Egal. Auf jeden Fall. Da sollte man dann immerhin so ehrlich sein und so gemäßigt und sagen, okay, wenn ich schon über Umweltschutz rede und Versprechen mache, dann auch nur solche, die man irgendwie einhalten kann. Also ich sag wie Event selber, ich gucke, dass ich die Umwelt nicht zu krass belasche, aber ich bin mir bewusst, ich werde jetzt 3 Jahre lang studieren, ich werde in der Zeit natürlich nicht bloß Fleisch vom Metzger aus der Region kaufen oder sonst irgendwas, weil es einfach finanziell nicht möglich ist. Aber das ist ja auch nicht wichtig und genau das muss man den Leuten mal vermitteln. Es ist nicht wichtig, dass jetzt jeder zum Veganer wird und alles, keine Ahnung, gar kein Müll mehr produziert und nur noch mit irgendwelchen Jutebeuteln durch die Gegend läuft. Das ist doch gar nicht das Ziel und so wird das halt den Leuten vermittelt. Man sollte den Leuten einfach vermitteln, gemäßigt, also ein Bewusstsein zu entwickeln, gemäßigt mit der Umwelt umzugehen, zu wissen, was man tut und sein Möglichstes tun, was in eigenen, also was man einfach für Möglichkeiten hat, wenn man arm ist, dann kann man natürlich nicht jede Woche zum Metzger gehen und sich da Essen holen. Und so sollte man den Leuten das vermitteln und dann nicht selber hinstehen und sagen, oh, ich will jetzt alles das und das tun und am Ende davon gar nichts machen. Darum geht's ja. Die Leute labern über Umweltschutz und machen am Ende nichts davon, überhaupt nichts. Da sollen sie sich doch lieber Ziele setzen, kleinere Ziele und die dann einhalten. Da haben alle mehr davon und ich muss mich da einfach mal aufregen, weil es mir so auf den Sack gegangen ist. Wirklich, ihr müsst es einfach überlegen. Da reden euch die Leute, halten ihre Präsentation über Umweltschutz und machen einen auf heilig und wie toll sie doch die Umwelt finden und fliegen dann im Urlaub nach Hamburg. Egal. Ich meine, ich habe während der Präsentation darüber, wie Fleisch produziert wird, was eben wie viel Wasser und Getreide und so da benutzt wird, habe ich einfach nebenher mein Salami-Wecken gegessen und ich stehe dazu. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist dann aber wenigstens ehrlich. Und ich glaube, ich habe da wahrscheinlich inzwischen sogar ein besseres Gewissen entwickelt wie manche andere. Übrigens, Streetplay war bis jetzt noch relativ langweilig. Es wird dann jetzt gleich relativ cool, aber gut. So, jetzt reden wir zum Pariser Klimaabkommen. Da noch ein kurzer Zwischenpunkt. Der Unterschied zwischen unterschreiben und ratifizieren, ganz grob. Das hört man ja immer wieder. Also unterschreiben ist quasi, Deutschland schickt eine Delegation hin, also Leute, die verhandeln irgendwas. Da ist zum Beispiel das Klimaabkommen, das kann jemand aus der Regierung sein, dann manchmal sind es auch bloß irgendwelche Delegierte, irgendwelche Minister, Abgeordnete, sonst was. Die gehen hin und sagen dann, okay, wir unterschreiben das Ding. Dann unterschreiben sie es, aber das tritt dadurch noch nicht in Kraft. Also unterschreiben ist eigentlich erstmal, das bedeutet eigentlich nichts. Unterschreiben bedeutet nur, dass das Interesse da ist. Es zu tun ist so quasi ein politisches Signal, aber im Endeffekt bedeutet tut es gar nichts. Erst wenn es ratifiziert wurde. In Deutschland bedeutet ratifizieren. Deutschland, irgendein Vertreter Deutschlands hat einen Vertrag unterschrieben. Dann kommt das Ding in den Bundestag, wenn es die Bundesländer betrifft, auch noch in den Bundesrat und muss dort mit der Mehrheit beschlossen werden, dann ist es ratifiziert, dann tritt es in Kraft. Also es geht eigentlich immer nur darum, weil da gibt es viele Verträge weltweit, die quasi jeder unterschrieben hat, aber dann bloß ein Drittel ratifiziert hat. Also es geht nur darum, dass man Verträge ratifiziert hat. So, jetzt aber das Hauptthema, Pariser Klimaabkommen. Da wurde so viel Bullshit drüber gelabert, das tut beinahe schon weh. Also erstmal ist der Nachfolger vom Kyoto-Protokoll, das ist alles kompliziert. Ich will es mal ein bisschen vereinfachen, aber ich glaube, so kompliziert ist es dann doch nicht, wobei die Leute immer so tun, als ob, oh, das ist so kompliziert, damit müsst ihr euch gar nicht auseinandersetzen, ihr werdet es eh nicht verstehen, so in der Richtung, und deswegen erzählen sie dann sonst was und man glaubt es einfach, weil man selber keine Ahnung hat, so wie der gute Trump, aber ich meine, dass Trump lügt, ist klar, aber in der Hinsicht glauben es halt auch viele. Da möchte ich auch noch erwähnen, oft wird gesagt, ja, also viele Wissenschaftler sind sich uneinig über die die Erderwärmung, die menschengemacht ist. Nein, sind sie nicht. Ich habe eine Statistik gelesen. Ich glaube, 98% der Wissenschaftler, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, sind sich sicher, 98%, dass die Erde durch den Mensch gemacht erwärmt wird. Und da sage ich auch wieder, es geht nicht nur um Klimaerwärmung. Die gab es schon, das ist richtig. Sie gab es aber selten so heftig wie jetzt. Also es gab ja immer wieder wärmere und kältere Phasen. Aber jetzt, die jetzige ist heftig. Und sie wird auch noch heftiger durch die menschengemachte Klimaerwärmung. Aber beim Umweltschutz geht es ja nicht nur darum. Es geht um Unabhängigkeit, Energie. Darüber habe ich in meinem letzten Video irgendwann mal geredet, dass ich einfach nicht Solarzellen und Windkraftanlagen haben will. Also nicht nur, weil ich dann was Gutes für die Umwelt getan habe und dass mein Gewissen beruhigt. Nein, ich finde es einfach unfassbar wichtig in so einer instabilen Welt, in der wir inzwischen wieder leben, dass man zu einem gewissen Teil unabhängig ist. Ich habe doch lieber meinen Ökostrom hier aus Deutschland, der Deutschland gehört. Also ich unterstütze deutsche Unternehmen und bin unabhängig und nicht politisch abhängig von, ich sag mal, sehr zweifelhaften Ländern wie zum Beispiel Russland. Ich meine, ich habe doch lieber meinen Strom irgendwo
hier aus meiner Gegend und ich weiß, ich hab den dann auch sicher, wie das Russland oder Saudi-Arabien oder sonst wer irgendwelche Druckmittel gegen uns hat. Und ich bin auch zum Beispiel dafür, dass deutsche Unternehmen Elektroautos bauen, nicht weil das jetzt so umwelttechnisch so wichtig ist, der Punkt wird gleich nochmal kommen, sondern einfach, weil es die Zukunft ist und man wirtschaftlich da auch mal ein bisschen denken muss. Und da ist auch Trump hergegangen und wir müssen Kohlekraftwerke, keine Ahnung, schließen und alles und es werden Millionen von Arbeitsplätzen verloren gehen und so weiter und so fort. Nein, erstmal muss man nicht. Kyoto, beziehungsweise Pariser Klimaabkommen sagt, man sollte das Klima maximal um 2 Grad erhöhen, also von der vorindustriellen Zeit. Ab diesem Zeitpunkt darf es maximal 2 Grad wärmer werden. Ein paar Länder aus dem Pazifik und so weiter haben das dann noch auf 1,5 gesetzt, aber das ist so eine vage Definition. Also man sollte es auf 1,5 maximal erhöhen dürfen, aber festgelegt ist es nur auf 2. Warum? Weil diese Länder verlieren Boden. Es gibt Länder, die kennt man kaum, weil es besteht meistens nur aus Inseln, die existieren wirklich schon beinahe nicht mehr, weil die Inseln einfach nur 1-2 Meter über dem Meeresspiegel sind und die verschwinden wirklich. Also es ist einfach nachgewiesen, dass die verschwinden. Also da gibt es teilweise Inseln, die sind nicht mehr bewohnbar und da haben früher Tausende von Leuten gewohnt. Also die haben da das Ziel mit 1,5 durchgedrückt, da muss man sich aber nicht dran halten. Und das war es im Großen und Ganzen auch schon. Es gibt noch mehr Sachen. Ein anderer Punkt ist, dass man, dass die Weltgemeinschaft für Schäden aufkommt, die eben durch fehlenden Umweltschutz entstanden sind. Also wenn, keine Ahnung, irgendwo eine Überschwemmung gibt oder so, dass dann eben Geld bereitgestellt wird, was den Leuten helfen soll, aber das ist keine Pflicht, das Geld zu leisten. Also wenn man das nicht tut, dann passiert nichts. Man muss dazu nicht aus dem Vertrag aussteigen, wenn man sagt, okay, unsere Wirtschaft läuft gerade nicht gut, wir können da keinen Cent dazu beitragen. Dann wird es halt keiner wirklich geil finden, aber man kriegt keine Strafe, muss nichts tun. Es gibt einfach keinen Grund, aus diesem Abkommen auszusteigen. Deswegen, das ist für mich einfach keine Begründung. Und dazu, wie ich schon vorher angesprochen habe, geht es doch auch um die Wirtschaft. Man sagt jetzt, ja, keine Ahnung, wegen den Kohleminen und dann geht unsere Wirtschaft verloren und wir verlieren Arbeitsplätze. Ja, nein! Das ist doch dieser Wandel, von dem ich immer spreche. Es gab schon immer wirtschaftlichen Wandel. Früher haben die Leute auf dem Acker gearbeitet, dann haben sie in Minen gearbeitet, dann haben sie in Fabriken gearbeitet, heute arbeiten sie in Büros und morgen arbeiten sie größtenteils nur noch in Entwicklungszentren und Laboren. Das wird einfach so sein. Das sind diese Sektoren, primär, sekundär, tertiär und quartiär. Quartiär war es, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall den vierten vergesse ich immer. Ich hatte in dem Fach auch nur eine 2. Nein, es war einfach schon immer so, dass sich das wandelt und will man da wirklich zurückgehen? Möchte man wieder zurück in eine Zeit? Möchtet ihr wieder in eine Mine arbeiten? Jetzt mal ernst gemeinte Frage. Wo wollt ihr arbeiten? In einem Unternehmen, das immer effizientere Solarzellen entwickelt. Dort irgendwo in der Entwicklung, von mir aus auch noch in der Produktion oder im Vertrieb. Oder wollt ihr in einer Kohlemine arbeiten? Das will keiner. Das ist rückschrittlich und es ist nicht mal effizienter. Ich meine, guckt euch die Chinesen an. Die haben da leider ein bisschen den Markt überschwemmt. Das hat auch was mit den Export-Subsidies zu tun, die übrigens verboten sind, egal. Die Chinesen produzieren Unmengen an Solarzellen. Die haben damit einen riesen Wirtschaftszweig erreicht. Warum? Weil die Amis das verkackt haben. Die machen damit Milliarden Gewinne. Die machen damit mehr Gewinne wie die USA wahrscheinlich. Okay, ich bin mir nicht sicher, ich habe da jetzt keine Zahlen zu, aber es ist auf jeden Fall sehr viel und es ist ja erst noch im Kommen. Und die machen damit riesige Gewinne. Und ich schätze mal, die USA wird in 20 Jahren mit ihrer Kohle nicht mehr so viel Geld machen. Die Chinesen werden in 20 Jahren aber noch sehr viel Geld mit Solarzellen machen. In Deutschland war das auch der Fall. Das ist aber ein Sonderfall, weil eben die Chinesen die unter dem Marktpreis verkauft haben. Also die haben die subventioniert, um eben zum Beispiel deutsche Firmen vom Weltmarkt zu verdrängen. Das ist auch, wie erwähnt, illegal. Die Chinesen machen es trotzdem, weil die Chinesen einfach wirtschaftlich immer Zeug machen, das man nicht machen sollte. Aber die auch nur in China funktionieren, weil die so eine Art Staatskapitalismus haben. Egal. Auf jeden Fall. Es ist einfach, er versucht es mit Arbeitsplätzen zu begründen, aber damit schafft er doch keine langfristigen Arbeitsplätze. Er könnte neue Wirtschaftszweige errichten mit Leuten, die viel mehr verdienen, die viel bessere Lebenserwartungen haben, die einfach, das hat so viele Vorteile und er reduziert es einfach auf die paar Leute, die jetzt gerade halt in der Kohlemine arbeiten und die verlieren ihren Job. Ja, aber das ist doch dieser wirtschaftliche Wandel. Es müssen die Leute ja mal, die Bauern müssen ja mal ihre Jobs verloren haben, dass es Fabrikarbeiter gab und die Fabrikarbeiter mussten irgendwann mal ihre Jobs verloren haben, dass es dass es im kaufmännischen Bereich und so weiter vorangeht. Und inzwischen sind wir doch froh, dass das passiert ist. Inzwischen sind doch wir alle froh. Die meisten meiner Zuschauer machen wahrscheinlich das Abitur, werden irgendwann mal studieren. Und selbst die, wo bloß eine Hauptschule- und Realschulabschluss machen, ihr werdet später nicht auf dem Feld irgendwelche Sachen ernten und pflanzen müssen und alles.
Seid ihr doch froh drum, dass es inzwischen so weit gekommen ist. Und das haben wir dem Fortschritt zu verdanken, den Trump jetzt in seinem eigenen Land aufhalten will. Die USA wirft sich damit wirtschaftlich zurück. Kann sein, dass sie jetzt noch einen kleinen Push dadurch kriegen oder halt zumindest nicht so stark absacken. Aber in 20 Jahren, und das kann Trump egal sein, weil da ist der Typ tot, da leiden die drunter und auch generell das Klimaziel, jetzt wirklich mal wieder aufs Klima bezogen. Ja, die USA leidet doch massiv unter dem ganzen Zeug. Wenn man sich mal die ganzen Stürme anguckt, also Erderwärmung bedeutet nicht, oh nein, 1,5 Grad wärmer. Was juckt's mich? Was sind 1,5 Grad? Mich interessiert es auch nicht. Bei mir schwankt das Wetter gerade eben zwischen 10 Grad gefühlt jeden Tag. Da machen doch die 1,5 Grad oder die 2 Grad auch nichts mehr aus. Und ob jetzt irgendwer immer jetzt böse sein will, kann man auch noch sagen. Und ob jetzt irgendwelche Leute im Pazifik ihre Inseln verlieren, kann ihm auch egal sein. Von mir aus ist eine Meinung, die ist zwar, naja, aber man kann sie vertreten. Also ich verstehe dann auf jeden Fall, woher sie kommt. Aber er vergisst eins, Wetter und Klima, ne? Also nur weil es jetzt mal 5 Grad wärmer ist und dann wieder 5 Grad kälter, das hat so mit dem Klima erstmal nichts zu tun, weil das Klima ist gefährlich im Klima und das könnt ihr bestätigen, sind die extremeren Wetterbedingungen. Also extremere Stürme, extremere Gewitter, extremere Hitze, auch extremere Kälte gehört da dazu. Also das bedeutet, wenn das Klima sich erwärmt, bedeutet es das auch, dass sich das Wetter einfach massiv verschlimmert und die USA leidet schon immer natürlich unter zum Beispiel Tornados, Hurricanes und so weiter. Aber das hat einfach in den letzten Jahren zugenommen und diese wirtschaftlichen Schäden, die sind doch massiv. Kein Mensch kann mir erzählen, dass wenn ein Hurricane über Miami rüberjagt und dort die halbe Stadt verwüstet, als ob sich das irgendwie aufwiegelt mit den 1000 Arbeitsplätzen, die man jetzt aufgrund von irgendeiner Kohlemine irgendwie... Wisst ihr, wie ich meine? Das wiegt sich einfach nicht auf. Da geht man doch lieber hin und sagt, okay, wir investieren in Umweltschutz, haben dadurch ein zukunftsfähigeres Land, eine zukunftsfähigere Wirtschaft und mit dem Geld, das wir dadurch in Zukunft einsparen, helfen wir den Leuten, die zum Beispiel vorher in der Mine gearbeitet haben, sich umzuschulen und dann zumindest vielleicht andere Berufe, niedere kaufmännische Berufe oder sonst was auszuüben. Damit ist allen geholfen, weil man einfach auch wirtschaftliche Schäden verhindert. Und von dem Geld kann man dann die Wirtschaft wieder weiter in die Zukunft lenken. Also ich weiß, ich bin sehr wirtschaftlich geprägt, aber ich will jetzt mal über Umweltschutz nicht nur aus der pseudo-linken-grünen Ecke diskutieren, weil die geht mir selber auf den Sack. Ich wollte euch einfach mal erklären, dass da viel mehr dahinter steckt und dass es einfach in jederlei Hinsicht unlogisch ist, das zu tun, was Trump momentan tut. Es ist absolut bescheuert und basiert größtenteils auf Fakten, wie zum Beispiel denen, dass die Leute sich uneinig sind, ob die Klimawerbung wirklich menschgemacht ist. Das sind einfach Fake News, wie man so schön sagt. Sie stimmen einfach nicht. Sie sind einfach falsch. Und selbst wenn sie richtig wären, Umwelt ist nicht nur Klima. Egal, ich habe mich jetzt ein paar Mal wiederholt. Aber was ich auf jeden Fall sagen wollte, manche Vorträge gehen mir auf den Sack. Ich denke, der hier war besser. Hoffe ich zumindest mal. Unterschied zwischen Unterschreiben und Ratifizieren wollte ich mal erklären, weil irgendwie kennt den keiner. Erklären, was das Pariser Klimaabkommen überhaupt ist. Also einfach zusammengefasst, diese 2 Grad Erwärmung, optimal für 1,5 und eben, dass die Industrieländer Geld zur Verfügung stellen, um Entwicklungsländern eben zu helfen, da ein bisschen aufzuräumen und denen auch zu helfen, dass zum Beispiel Kohlekraftwerke nicht mehr notwendig sind. Wenn man einem Land Geld gibt, um zum Beispiel Solarzellen zu bauen und sie dafür keine Kohlekraftwerke mehr, oder selbst von mir ist noch Atomkraftwerke, ist mir alles lieber als Kohlekraftwerke. Wenn man das denen da hinklatscht, dann hat man ja auch selber was davon. Aber gut, dann war es soweit. Ich werde noch ein Video über die Wahl in Großbritannien machen, aber erst sobald man da mehr weiß. Bis jetzt weiß man nur, dass die May ziemlich am Arsch ist. Aber ich schwöre, ich habe so gelacht. Das ist so gut. Aber okay, eure Meinung würde mich interessieren in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.